Herr Präsident, meine Damen und Herren! Donald Lütsch, Herr Obtendrenk, Herr Witzel, Sie haben das Thema Steuervermeidung ja ganz schön vermieden. Zumindest in Ihrem ersten Beitrag, Herr Dr. Obtendrenk, haben Sie das ja noch nivelliert, um dann in den zweiten Beitrag einen Gegenstand hier zum Thema auszubreiten, wo Sie dann sagen, dass das alles ganz furchtbar sei. Also so ganz kongruent sind Ihre Beiträge dann nicht. Ich habe in meinem Beitrag eben darauf hingewiesen, dass es hier in diesem Hause nicht akzeptiert werden sollte, dass es inzwischen als normal gilt, wenn hier dargestellt wird, dass ja Schiffe auf unseren Weltmeeren unterwegs sind von deutschen Reedereien, die unter anderer Flagge fahren. Und ich habe gesagt, die machen das vor allen Dingen, um Standards zu entgehen. Und wenn mir dann auf Facebook und auf Twitter Ihre Trolle von der FDP dann vorwerfen, was tun Sie eigentlich, dass diese Firmen nicht ins Ausland gehen, was tun Sie eigentlich gegen zu hohe Steuern, dann zeigt das ganz genau das Problem, was wir hier in der Debatte haben. Es geht bei Panama Papers nicht darum, dass sich Nico Rosberg und Mercedes nicht leisten können, normal zu versteuern, wie sich das gehört. Es geht bei der Debatte um Steuergerechtigkeit und Steuerhinterziehung nicht darum, dass Lionel Messi von Barca sich nicht leisten kann, ganz normal in Spanien zu versteuern. Es geht darum, dass sich hier Leute, die über Vermögen verfügen, die Zugang haben zu Beraterfirmen, mit Offshore-Firmen aus dem ganz normalen, was für Bürgerinnen und Bürger eines Landes dazugehört, aus den ganz normalen Verpflichtungen rausstehlen. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und es geht dann darum, was wir als Bundesrepublik Deutschland tun. Und wenn wir dem Spiegel Glauben schenken wollen, dann gehört Deutschland neben Irland, neben Malta, neben Zypern, neben den ganzen Niedriglohnländern zu den Ländern, die sich mit Händen und Füßen in den letzten Wochen und Monaten gegen die Einführung eines Transparenzregisters gewehrt haben, gegen die Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die das auf Arbeitskreissitzungen versucht haben zu verhindern. Und das war Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble und das war Ihr Staatssekretär Meister. Und machen Sie doch endlich Ihren Einfluss deutlich, machen Sie doch einfach Ihren Einfluss stark. Sie sind hier der größte Landesverband, Sie haben einen Staatssekretär in diesem Hause. Handeln Sie endlich, denn wenn wir nicht handeln, dann treiben wir den Extremisten die Stimmen zu. Und ich habe keine Lust, dass das dann so als akzeptiert geht, dass dann ab 2017 hier in der AfD sitzt. Handeln Sie endlich, Sie haben die Möglichkeiten dazu. Wir fordern Sie in Ihrem Antrag auf. Wir wollen jetzt auch was sehen, und die Bürgerinnen und Bürger erwarten das auch.